Hallo, ich bin Emilia. Ihr interessiert euch für das Thema Zahnauffüllung oder Bleaching, möchtet wissen, ob das schädlich ist, wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür tun müsst, dann bleibt einfach dran. Was bedeutet Bleaching? Bleaching ist das englische Wort für Zahnauffüllung und es gibt verschiedene Arten von Zahnauffüllung. Die erste Zahnauffüllung oder das, was in der Regel alle meinen, ist das externe Bleaching. Das bedeutet, gesunde Zähne werden von außen aufgehellt. Die andere Möglichkeit, die Zähne aufzuhellen, ist das interne Bleaching. Dabei wird ein Wurzelkanal behandelter Zahn, der sich von innen heraus dunkel verfärbt hat, von innen aufgehellt. Also zwei verschiedene Verfahren für zweierlei unterschiedliche Probleme. Bei dem sogenannten externen Bleaching, sprich der ästhetischen Zahnaufhellung von außen, wird auf zweierlei Möglichkeiten der Zahn aufgehellt. Wir haben einmal die Variante für zu Hause, das ist das Home Bleaching. Die andere Variante ist das medizinische Bleaching beim Zahnarzt, das sogenannte In-Office Bleaching. Bei dem Home Bleaching bekommt ihr in der Regel ein Kit. Man kann es bei Amazon, im Internet, wo auch immer bestellen. Und ihr seid bei eurer Zahnauffüllung komplett auf euch alleine gestellt. Kann man machen, würde ich nicht zu Hause machen. Es hat viele Risiken und, wie ich finde, nicht so viele Vorteile. Der erste Nachteil ist, dass das Bleaching-Ergebnis oder die Auffüllung ist meistens nicht zufriedenstellend und nicht von langer Dauer. Das heißt, die Zähne dunkeln super schnell nach. Folglich wollt ihr super schnell wieder nachbleichen, weil euch das Weiß, was ihr zuvor hattet, gut gefallen hat. Das bedeutet, man wird zum Wiederholungstäter, ihr bekommt Zahnempfindlichkeiten und ihr verätzt euch euer Zahnfleisch. Das ist, wie gesagt, ein sehr spezielles Thema und dafür würden wir gerne nochmal ein separates Video für euch machen, warum Home Bleaching nicht Mittel der Wahl ist. In-Office Bleaching. Hierbei werden die Zähne unter medizinischer Aufsicht bei uns in der Praxis schonend und gesund aufgehellt. Grundvoraussetzung ist, ihr habt keine Füllungen, die undicht sind und keine Karies an den Zähnen, so dass das Aufhellungsmaterial in Richtung Nerv gelangen kann und eure Zähne nachhaltig schädigt. Das könnt ihr alleine zu Hause leider nicht beurteilen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr vorher bei eurem Zahnarzt wart, bevor eine Bleaching-Prozedur durchgeführt wird. Wenn ihr dann soweit seid bei uns im Stuhl und wir das In-Office-Bleaching machen, kommt Folgendes auf euch zu. Die Zähne bzw. das Zahnfleisch wird mit einer Art Schutzgummi separiert. Das bedeutet, nichts von dem Auffüllungsmaterial kann an euer Zahnfleisch gelangen. Wenn ihr erstmal bei uns im Stuhl sitzt und wir das Bleaching durchführen, passiert Folgendes. Wir schützen euer Zahnfleisch durch ein sogenannten Kofferdamm. Das ist eine Art lichthärtendes Silikon, was euer Zahnfleisch schützt. Somit ist gewährleistet, dass keinerlei Auffüllungsmaterial an euer Zahnfleisch gelangen kann und zu Verätzungen führt. Zum anderen wird erstmal eure Zahnfarbe bestimmt. Wir gucken, welchen Farbton ihr habt und welchen Farbton ihr später erreichen möchtet. Somit sind wir in der Lage, kontrolliert unter gesicherten Bedingungen eine schonende Zahnauffüllung zu gelangen. Das Bleaching, was ihr bei uns bekommt, ist ein medizinisches Bleaching. Das unterscheidet sich im Wesentlichen von einem kosmetischen Bleaching. Es findet unter medizinisch gesicherten Bedingungen statt. Es ist ausreichend getestet und es wird dabei gewährleistet, dass weder ihr noch eure Zähne Schaden dadurch nehmt. Zum anderen gewährleisten wir auch, dass das Ergebnis über längere Zeit anhält. Denn es ist sehr frustrierend, wenn ihr gerade aufgehellte Zähne habt und 2 bis 3 Wochen später wieder bei eurer alten Farbe angelangt seid. Wie lange dauert das Ganze? Das kommt drauf an. Es hängt davon ab, wie sehr ihr eure Zähne aufhellen wollt. In der Regel führen wir mehrere Bleaching-Runden durch, wo wir euch schauen lassen, ob ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Eine Runde dauert in der Regel 15 Minuten. Je nachdem, wie viele Prozeduren, wie viele Runden ihr durchlauft, könnt ihr danach die Zeit bemessen. Also wie gesagt, wie lange es dauert, entscheidet am Ende ihr selbst. Zusammenfassung zum Thema Bleaching ist folgendes. Ihr habt die Wahl zwischen Home Bleaching zu Hause oder dem professionellen Bleaching in Office bei eurem Zahnarzt. Ich würde euch auf jeden Fall zu letzterem raten. Denn die erste Variante führt in der Regel nur zur Frustration, was das Ergebnis anbelangt und am Ende auch zu Zahnschmerzen, Zahnfleischentzündung und am Ende nur Frustration. Wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt,
bitte meldet euch bei uns, schreibt uns gerne Kommentare oder abonniert unseren Kanal. Wir melden uns gerne bei euch.